Ich lass dich doch nicht diesen armen Kerl aufschlitzen. Seekühe sind sanfte Riesen. Guybrush? Lass mich bloß in Ruhe, Susi Schlitzer. Sachte. Wow! Verflixt! Kapitel 3. Oh Gott, kommt Murray wieder vor? Bitte sagt mir, dass Murray wieder vorkommt. Bester Charakter in dieser Serie. Ja, wir sind mittlerweile in einem neuen Part. Ich konnte keinen pünktlichen Schnitt machen, weil natürlich die Dialoge wieder zu lange gingen. Geschmeidig. Nette Möpse. Danke für den Stoß. Ich habe noch nie zuvor einen Kehlkopfdeckel so nah gesehen. Trink! Ich glaube, wir haben soeben Dekavas Besatzung gefunden. Sind wir hier auf Mallorca? Was sagst du da, du verdauter Scum? Sprichst du mit mir? Ja. Oh, ich... Willkommen im Paradies! Paradies? Das Land der ständigen Entspannung, erlösenden Töne und Sekrete im Überfluss, solange sie dein Magen ertragen kann. Irr. Was bringt denn euch hier runter? Wir suchen nach etwas ganz Alltäglichem, die Hörschnecke einer Seekuh. Hey, wir hätten da... Ist ja gut. Tut mir leid, ich habe keine Ahnung, von was du da sprichst. Und wenn, wäre das ein Geheimnis der Bruderschaft. Der Bruderschaft? Die Vereinigte Demokratische Brüderschaft des Seekuh-Interieurs. Verein stehen wir, gemeinsam feiern wir. Ihr Jungs lebt also hier unten? Du meinst sicher, ihr lasst hier die Puppen tanzen? Es ist unser ganz persönliches Stück vom Himmel. Du kannst gerne bleiben, aber bitte, beunruhige die Seekuh nicht. Hier mein Plan. Du schnappst dir Johnny Leberschaden da drüben und ich werde dem Anführer an den Kragen gehen und ihm die Eingeweide rausreißen. Der Bongo-spielende Holzkopf sollte für keinen von uns ein Problem sein. Wer auch immer ihn als erstes erreicht, darf ihn kalt machen. Ich persönlich würde ihm die Kehle durchschneiden. Er beißt sicher gerne. Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist. Du hast recht. Ich bleibe auf Distanz und versuche, die Arterie zu treffen. Nein, nein, ich meine... Wir können diese Jungs doch nicht einfach abschlachten. Klar können wir. Die Voodoo-Lady hatte von Dekava Besitz ergriffen und sagte auch, man bräuchte sie, um an den Schwamm zu kommen. Schön. Wie lautet dann dein Plan? Ich werde... mit ihnen reden. Reden? Mächtige Piraten reden nicht. Wir haben keine Zeit zum Reden. Mo, Süße, ich mach das schon. Lehn dich zurück, entspann dich ein wenig und überlass das mal schön Guybrush Threepwood. Geh und schnür dein Korsett, polier deine Stiefel oder was immer jetzt anliegt. Einverstanden. Wenn die Verhandlungen scheitern, brauchst du aber nicht angekrochen zu kommen. Ich mag sie. Kommst du oft hierher? Das ist wohl der vierte. Guybrush Threepwood ist der mächtigste Pirat in der gesamten Karibik und LeChuck ist ein Schlappschwanz. Sag einfach nichts, wenn du das auch denkst. Ganz recht. Kräftig und eher der stille Typ, hä? Bis dann. Arbeite nicht zu viel. Ich will das nicht zerschneiden. Na gut. Hallöchen! Guybrush Threepwood! Hola, ich bin Moose und das ist mein kleiner Santino. Er hat einen Namen? Ja, ist mir ein Spitzname. Wie der Santino. Er ist der coolste Typ, den ich je kannte. Ah, logisch, Alter. Kann ich dich für ein Getränk begeistern? Das ist mal ein Strohhalm. Manchmal möchte man einfach einen schnellen Schluck Sekret. Dafür ist er genau richtig. Ich sollte das wirklich nicht tun. In Ordnung. Aber das bedeutet, dass du das nächste Mal ein, zwei nehmen musst. Na gut.
Befindet sich eine ansehnliche Menge Blei in deinem Drink? Nein, Mann. Das hier ist reinstes, ungefiltertes Sekret. Seit wir hier unten sind, fahre ich voll auf dieses Zeug ab. Du trinkst das. Worauf du wetten kannst. Wir haben es hier im Überfluss, mein Freund. Hm. Erzähl mir was über das Sekret. Welche Sorten gibt es? Hast du einen Lieblingsgeschmack? Vor 3 Jahren hatten wir ein gutes Jahr. Kräftiges Zeug. Das hier ist orangefarben. Ich stehe total drauf. Es hat ein blasiges, überschäumendes Temperament, gepaart mit einem scharfen Beigeschmack. Hüte dich aber vor dem gelben Zeug, das du in den Ansammlungen findest, Mann. Das frisst einem Nautilus die Schale vom Leib. Was machst du mit dem Trichter? Das ist Jumbo Jimbo, mein maßgefertigter Trinkapparat. Ich hole ihn nur für besondere Anlässe heraus. Wie ein Mittagessen? Man muss das Leben eben feiern, Bruder. Ich hebe das Glas auf diesen ganz besonderen Augenblick. Gerechter, was ist der Anlass? Piratengeschichtenmonat. Wuhu! Okay, das ist dieses ätzende Zeug, aber wir haben keinen Behälter dafür. Ahoi! Oh, hallo! Du bist hier der Tonmeister, hä? Ich spiele einfach gern. Das entspannt mich. Ich kann das nachempfinden. Ich hatte meine richtig heiße Maultrommelphase. Ich bin Guybrush Threepwood, mächtiger Pirat. Ich bin Noogie. Wie heißt denn deine hübsche Freundin? Sie ist nicht wirklich meine Freundin. Ihr Name ist Morgan Le Fay. Warum? Findest du, dass sie ein heißer Feger ist? Naja, ja. Sie würde dich mit Haut und Haaren verputzen wie ein Piranha, dem du den kleinen Finger in den Pool servierst. Hey, Affengeil! Oh Gott. Ich hab nachgedacht, ich möchte mich eurer Gruppe anschließen. Oh, ja. Buckeye kümmert sich allgemein um die Verwaltungsangelegenheiten. Du solltest mit ihm reden. Mir gefällt der Beat. Aber wie wär's mit etwas Lebhafterem? In etwa so? Da stehe ich total drauf. Okay, irgendwie ist das Sekret jetzt angestiegen. Hallo. Ahoi! Mürrischer Briat. Tut mir leid, ich glaube, ich habe deinen Namen nicht richtig verstanden. Ich heiße Buckeye. Ich bin in mich gegangen und möchte jetzt der Vereinigten Demokratischen Bruderschaft des Seku-Anterieurs beitreten. Ist dem so? Ja, allerdings muss ich zugeben, dass ich gleichzeitig eine Bewerbung bei der oligarchischen Gesellschaft der Alpaka-Kamele eingereicht habe, aber nur als zweites Standbein. Das hat nicht zufälligerweise etwas mit einer verschollenen Hörschnecke zu tun, oder? Ach, woher? Mir gefällt einfach, wie du so drauf bist. Also, über die Aufnahme wird durch einstimmige Wahl entschieden. Das gilt auch für einen Piraten wie dich. Schließlich leben wir in einer Demokratie. Noogie, Moose, Santino und meine Wenigkeit gründeten ein Kollektiv, weil wir es satt hatten, ständig von tyrannischen Abenteurern, die irgendeinem bedeutungslosen Schmuckstück hinterherjagen, wie Sklaven missbraucht zu werden. Wie ein, sagen wir mal, riesiger Schwamm? Ganz genau. Wir kehren nie wieder in unser altes Leben zurück. Die Bruderschaft haben wir gegründet, um sicherzustellen, dass dieses Abenteuer ein Abenteuer ohne Ende ist. Weg mit dem Kerl und dem ganzen anderen Kram. Soll ich eine Wahl anberaumen? Ja, ich habe immerhin schon einen Fuß in der Tür. Meine Herren, unsere Goldlocke hier würde gerne der Bruderschaft beitreten. Klasse, wir haben Wahlen, meine Lieblingszeit. Bruder Noogie, die Aufnahme eines gewissen Guybrush Threepwood betreffend, was sagst du dazu? Tja, nein. Nein, ich denke nicht. Was hat er denn zu bieten?
Bruder Moose, was sagst du? Ich schließe mich hier meinem kleinen Santino an. Ein ganz offensichtliches Nein. Was? Das ist doch lächerlich. Ja, nein Stimme, Bruder. Und natürlich meine Stimme. Sie lautet Nein. Ich bin schockiert. Nicht eine einzige Ja-Stimme. Das ist ja noch schlechter als mein Ergebnis bei der Wahl zum Klassensprecher. Oh je, da haben wir aber noch ein hartes Stück Arbeit vor uns. Haufenweise toller Schätze. Aber was ich brauche, ist ein Voodoo-saugender Schwamm. Lass mich hier raus und ich versch... Es ist verschlossen. Ich will das nicht zerschneiden. Nein, aber du könntest es ja vielleicht aufhebeln, du Hirni. Oh. Das ist dein Warp-System. Feucht, aber nützlich. Und ganz schön eklig, oder? Nun, das wird nicht funktionieren. Ich komme da nicht dran. Ja, da müssen wir aber bestimmt irgendwie hin. Ich weiß nur nicht wie. Morgan, hilf mir mal. Hey Mo! Was ist denn? Hey, was ist denn mit dir los? Ich dachte, du wärst mein größter Fan. Ich bin ein Fan. Allerdings dachte ich, dass ich Fan eines skrupellosen Freibeuters und nicht eines sensiblen Patissiers wäre. Hey, Patissiers sind knallharte Jungs. Dir ist doch klar, dass du nicht dein Leben lang Kehlen durchschneiden und anderen die Hände abnehmen kannst. Ach ja? Ja? Gib fein Acht. Ich muss die Bruderschaft unterwandern und die vermisste Hörschnecke finden. Klingt wie ein persönliches Problem. Okay, ich komme später wieder. Lass dir ruhig Zeit. Scheinfrauen sind wankelmütig. Ich frage mich, was meine richtige Frau wohl macht. Vermutlich schmachtet sie nach ihrem mächtigen Piraten-Ehemann. Das offene Meer gibt deinem Mann einfach das Gefühl, noch zu leben. Ich könnte mir vorstellen, dass für dich schon das Vorhandensein des Pulsschlages eine Verbesserung ist. Wie viele von diesen versifften Kreaturen müssen wir noch abladen, bevor wir uns mit Guybrush treffen? Dutzende. Noch 7 weitere Inseln und eine Halbinsel sollten reichen. 7? Hör zu, Chucky. Setz alle Affen am nächsten Dreckhaufen ab, den wir passieren, und dann suchen wir meinen Ehemann. Das können wir nicht machen, Elaine. Diese Affen brauchen eine vernünftige Heimat weit weg voneinander für deren Komfort und Zufriedenheit. Die Affen können von mir aus auf offener Flamme rösten. Elaine, das meinst du nicht wirklich? Oh, tut mir leid. Du hast recht. Ich entschuldige mich, ihr Affen. Eine üppige Heimat überall. Ich entschuldige mich für die Unannehmlichkeit. Nicht nötig. Eigentlich ist es verrückt, das zu sagen, aber ich bin stolz auf dich. Wirklich? Schau dich an. Du tust alles, um die Dinge zu richten. Wer hätte gedacht, dass LeChuck so etwas machen würde? Das ist nur der Anfang.